Guten Abend, herzlich willkommen zum Plausch um 7. Mein Name ist Frank Hartwig, ich bin Team-Tennis-Coach und Vereinsmanager und habe heute Abend die Ehre, die Moderation zu übernehmen, weil unser lieber Kollege Mitko leider verhindert ist. Er ist im Hintergrund noch aktiv, er ist immer noch für das Technische zuständig, er kann halt leider noch nicht optisch anwesend sein. Deshalb habe ich das übernommen. Ich freue mich, dass wir heute den 10. Plausch haben schon mittlerweile. Wir hatten bisher vor allem Tennisspielerinnen und Menschen aus Rückschlagspielen bei uns zu Gast. Und wir haben uns immer vorgenommen, mal den Sprung, nicht den Sprung über den Teich, aber den Sprung in eine andere Sportart und den Sprung über den Tellerrand zu wagen. Und ich freue mich sehr, dass wir heute Abend Martin Strobel bei uns haben. Martin Strobel ist Handballspieler, Europameister mit der deutschen Nationalmannschaft. Ich fange jetzt mal ganz langsam an, diese sportlichen Erfolge, die du hattest, alle aufzulisten. Nicht alle, aber einen Teil vielleicht. Europameister, Vize-Weltmeister bei den Junioren warst du schon 2007, EHF-Pokalgewinner, glaube ich, mit Lemko, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Europameister 2016 mit der Nationalmannschaft, Bronzemedaillengewinner bei Olympia in Rio. Und 2020, jetzt in diesem Jahr, hast du deine sportliche Laufbahn beendet, nachdem du letztes Jahr, glaube ich, eine schwere Verletzung hattest. Aber da sagt Sascha sicherlich und fragt dich Sascha nicht. Sascha, sicherlich nachher noch was dazu. Jetzt startest du neu durch. Du wagst den Schritt vom Spielmacher zum Teammacher und bist als Unternehmenscoach und Unternehmensberater jetzt unterwegs. Also ein interessanter Schritt in eine andere Richtung, den ja auch Michael Berrer, unser Gesprächspartner, unser Mitgastgeber, getan hat, der im Moment noch unterwegs ist und wahrscheinlich auch noch irgendwann dazustoßen wird. Gastgeber im Plausch um 7 sind immer, wie immer, Sascha Eggebrecht, unser Sportjournalist von der Neckarchronik, der dann auch dieses Interview im Laufe der nächsten Woche in den Printmedien veröffentlichen wird, konkret natürlich in der Neckarchronik. Und mit Kuder Derian, Tennisplauscher, er macht einen wunderbaren Podcast, wie gesagt, leider heute nicht dabei, und Michael Berrer, Ex-Tennisprofi, der auch immer wieder in das Gespräch mit eingebunden wird. Wenn ihr Fragen stellen wollt, Sascha macht vorab ein Interview mit Martin, das geht so etwa eine halbe Stunde, 40 Minuten. Wenn ihr dann Fragen habt, könnt ihr die gerne unten in den Chat schreiben. Ich schreibe dann nachher mal was rein, dass ihr wisst, wo das reingehört. Und ich würde dann eure Fragen sammeln und am Ende dann an Martin direkt weitergeben. Wenn ihr die Fragen anonym stellen wollt, schreibt ihr einfach in Klammern anonym dahinter. Dann gebe ich die, ohne euren Namen zu nennen, an Martin weiter. Das Video könnt ihr gerne einschalten, aber eure Mikrofone bleiben durchgehend stumm geschaltet. Wir zeichnen diesen Plausch um 7 auf und der wird im Laufe der nächsten Woche auch auf YouTube veröffentlicht, sodass ihr das auch nochmal alles nachsehen und weitergeben könnt an Freunde und Freundinnen, die sich dafür interessieren. Das war, glaube ich, das Wichtigste. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Mitko ist da eigentlich unser Spezialist. Ich denke, das passt so. Mitko sagt dann, wenn es losgeht, the stage is yours. Und dann würde ich mal sagen, Sascha, leg los. Wir sind gespannt auf deine Fragen an Martin und auf die Antworten natürlich auch. Ja. Hallo, Martin. Hallo, schönen guten Abend. Ja, klar. Sag mal, im Herbst wird ja dein erstes Buch jetzt erscheinen. Ist es mit 34 Jahren nicht etwas früh für eine Biografie? Ja, was heißt früh? Das ist zumindest ein Punkt von einem Lebensabschnitt, der jetzt zu Ende geht und über den kann man, denke ich, ganz gut berichten, zumal es nicht eine reine Autobiografie ist und mehr auf dann bestimmte Themen und Erkenntnisse eingeht, die ich gerne mit anderen teilen möchte. Mhm. Kannst du das konkretisieren, also wie das aufgebaut ist? Ja, das wird dann halt in der Sachebene einfach, wenn es jetzt um den Begriff, sage ich jetzt mal, Emotionen geht, was das für mich bedeuten, dann geht es da halt nochmal ein Stückchen tiefer. Ja, aber bestimmte Fragen, wo ich dann in einem Mix darstelle zwischen Fließtext und dann eben so tiefer gehenden Fragen dann nochmal, wo dann vielleicht in manchen Situationen dieser Punkt oder diese Erkenntnis einfach tragend und warm in der Karriere. Wenn du sagst tragend, kannst du auch sagen, dass du irgendwie einen schwerwiegenden Fehler gemacht hast in deiner Karriere. Warum würdest du lieber nicht mehr machen? Das ist immer
Sehr schwer zu sagen. Ich glaube, im Nachhinein kann man viel immer darüber diskutieren, hätte man nicht. Aber zu dem Zeitpunkt, wo man gewisse Entscheidungen trifft, hat man alle Fakten auf dem Tisch gehabt und da hat das Gefühl immer dafür richtig gestimmt. Natürlich kann nicht immer alles so gut laufen. Im Nachhinein würde ich bestimmt vielleicht ein paar Sachen ändern. Vielleicht hätte ich meinen Verein irgendwo anders nochmal gewechselt oder nicht gewechselt. Und ja, aber im Großen und Ganzen bin ich nicht nachtragend mit den Entscheidungen, die ich so getroffen habe. Und wann ist dir das Bedürfnis in den Kopf gekommen, dass du deine Sachen jetzt schon mal in ein Buch verfassen möchtest? Ich hatte schon länger mal immer so meine Gedanken dazu, weil ich eben selber gerne und viel gelesen habe oder immer noch tue, aber halt auch gerade viele Sachbücher lese und der Reiz einfach mal sowas zu schreiben war schon immer da, allerdings hat mir dann immer so ein bisschen das nötige E-Pünktchen gefehlt und ich sag mal, die Erfahrung, die ich da bei der Weltmeisterschaft 2019 letztes Jahr gemacht habe, zum einen nach 2 Jahren wieder nominiert zu werden und dann auch mit dem Ende, wie es dann war mit der Verletzung und da habe ich viele Erfahrungen gesammelt und viel miterlebt in so kurzer Zeit, wo ich vielleicht in 3, 4, 5 Jahren in der Karriere nicht mal gesammelt habe. Und das gab dann so den letzten Endes den Anstoß. Und wie ist das jetzt mit deinem Karriereende? Ist er jetzt wegen der Knieverletzung eigentlich oder was sind die genauen Gründe eigentlich jetzt? Sowohl als auch, also teils. Also Knie war dann zum Schluss natürlich, es ist alles gut und war auch okay, nur mit der Zunahme der Belastung habe ich dann Ende des Jahres, wo wir einen stärkeren Rhythmus hatten, einfach immer nochmal mehr gemerkt. Bei 2 bis 3 Tagen Spiel pro Woche war das mit kurzer Regenerationsphase einfach, musste ich dann in der Januarphase nochmal ein bisschen mehr Pause machen und danach dann auch nur 1, 2 Tage. Und das sind dann so Anzeigen, wo ich sage, das ist nicht meine Vorstellung, wie ich den Sport irgendwie ausüben möchte, dass ich von Montag bis Mittwoch irgendwie Pause mache, nur Athletiktraining oder Fitnesstraining mache, sodass ich nur 2 Tage habe und dann am Samstag vielleicht fit bin. Ja, und dann das Gesamtpaket war nachher einfach entscheidend. Zusätzlich, dass ich mir schon immer so ein bisschen Gedanken für die Karriere nach der Karriere gemacht habe und der Zeitpunkt hat irgendwie eben gepasst. Ja, es, verschiedene Themen sind aufgegangen und so habe ich mich dann entschieden, mit der Gesamtheit aller Sachen, die ich halt so hatte, Verletzungen, Zukunftsperspektive, dass ich da eben dann sage, okay, jetzt ist gut. Und das Buch, was dann jetzt erscheinen wird, kannst du auch schon einen Titel verraten? Nee, der Titel wurde nicht verraten. Der kommt dann kurz vorher. Aber er steht schon. Er steht schon, ja. Okay. Jetzt in den vergangenen Tagen hat ja der Ex-Nationalspieler im Fußball André Schürrle für Aufsehen gesorgt mit seinem Rücktritt. Er hat ja gesagt, er brauche A, den Applaus nicht mehr und er war oft einsam und besonders nach Tiefen, wenn es immer tiefer wurde und die Höhepunkte weniger wurden. Kannst du das nachvollziehen, was er da jetzt gesagt hat? Ja, schon. Also ich glaube, viele haben halt, ohne es jetzt genau zu wissen bei ihm, dass er jetzt in Anführungszeichen erst 29 ist, was ja relativ früh ist für vielleicht auch ein Karriereende, aber man muss das halt immer relativ sehen. Jeder Mensch kann sich frei entscheiden und beim Fußball ist es natürlich nochmal was anderes. Da sind die Augen viel mehr auf eingerichtet, da ist der Druck nochmal immens hoch. Du bist eigentlich fast 24 Stunden unter Beobachtung und das ist schon nochmal ein anderes Level. Ja. Und dann muss für sich jeder selber die Entscheidung treffen. Ich denke, die ganze Generation, die damals den Weltmeisterschaftstitel gewonnen hat, das war natürlich das Nonplusultra. Ja. Und natürlich gibt es auch die Situation wie vielleicht ein Toni Kroos, wo es ständig weitergeht. Es gibt aber auch die anderen Extreme oder die andere Seite, dass es halt auch Spiele gibt, wo es normal weiterläuft oder auch mal wie im Sport üblich einfach Rückschläge gibt. Und dann muss man sich halt entscheiden, wie es weitergeht. Also ohne den genauen Hintergrund und weitere Pläne zu wissen, das liegt nachher in jedem seiner eigenen Hand. Aber ich meine, trotzdem als Handball-Nationalspieler steht man ja auch ein bisschen im Fokus. Ja. Jetzt nach der Karriere ist das Rampenlicht ja vielleicht auch nicht mehr so groß für dich dann. Wie gehst du damit um? Habe ich mir noch keine Gedanken dazu gemacht, ehrlich gesagt. Also das sind auch Themen, die mich nicht so extrem tangieren, weil es ich war mit Sicherheit natürlich irgendwo in dem Fokus eine gewisse Zeit, aber auch nicht immer
ganz oben dabei im Fokus. Von dem her kann ich jetzt nicht sagen, das fehlt mir oder ich brauche das. Also dafür bietet das Leben meiner Ansicht nach so viel mehr, um mehr daraus zu machen und dass sich jeder in anderer Art und Weise auch wieder entwickeln und neu erfinden kann, vielleicht auch. Ja. Okay. Deine Knieverletzung hattest du ja schon angesprochen. Diese Frage hatte ich auch schon mal dem Andy Beck gestellt im Tennis. Ich habe ja auch mal eine ARD-Doku, schnell mal eine Pille einzuwerfen, Schmerzmittel. Und da wurde gesagt, dass 62% der Handballer auf jeden Fall Schmerzmittel im Blut hatten. Und wie siehst du da die Situation mit dem Umgang? Ja, es ist definitiv ein Thema, wobei ich glaube, dass es die letzten Jahre eigentlich besser geworden ist. Also ohne es genau zu wissen, aber jetzt auch ich habe mit, wenn es sich verhindern hat lassen, nichts genommen, weil dann irgendwann der Punkt war, dass das bringt mir nichts weiter. Ja. Also entweder komme ich fit ins Spiel und kann in meinen Körper reinhören, weil das ist ja ein entscheidender Punkt. Das Schmerzmittel übertüncht ja viele, viele kleinere Probleme und vielleicht passiert dann, ja, das hält vielleicht mal ein Spiel oder zwei Spiele, aber dann kann es halt sein, dass du dann diesen eigentlichen Schmerz nicht mehr spürst und dann schleppst du irgendwas sehr, sehr lange mit dir mit und du kriegst es nicht in den Griff. Das sind so Punkte, weshalb es natürlich kritisch ist. Und dann sollte man lieber überlegen, ob man ein Spiel pausiert oder vielleicht auch mal ein, zwei Wochen pausiert, bevor man sich ein halbes Jahr lang irgendwelche Schmerzmittel einwirft. Klar. Ich meine, so in anderen Sporten, auch im Tennis, ist ja auch für die Gelenke nicht gerade förderlich da alles. Handball ja, denke ich mal. Ja. Wie denkst du, dass du mit Spätfolgen zu rechnen haben wirst? Ja, es wird bestimmt irgendwas mal kommen. Ja. Also wenn ich jetzt die Fußgelenke oder meine Hüfte denke, die Schultern beide, natürlich jetzt das Knie, das wird schon auch aufgrund des Knorpelschadens irgendwann mal sich nochmal bemerkbar machen. Man kann natürlich versuchen, oder versuche ich auch und werde ich auch dagegen zu steuern, jetzt weiter zu trainieren in einer gewissen Art und Weise, vielleicht auch ein bisschen anders zu trainieren, mehr auf die Mobilität, auch für die Gelenke, ein bisschen gelenkschonender das Ganze anzugehen und somit dann eben vorzubeugen vor zu größeren Spätfolgen. Mhm. Ja, wie ich jetzt gerade gesehen habe, ist unser Kollege Michael Berra auch da. Hörst du uns? Ja. Ja. Sorry, ja, und jetzt? Hey, die Jungs. Ja. So, jetzt halt. So. Hörst du uns jetzt, ja? Ja, ich höre euch. Ja, okay. So, die Klappen. Gut. Ja, wir hatten jetzt gerade schon ein bisschen über Thema von Martin, der will ein Buch rausbringen und so. Und deswegen würde ich dich auch nochmal gleich mal fragen, würdest du auch mal gerne ein Buch rausbringen? Muss ich ja sagen. Also ist jetzt nicht so für mich so, ja, so ein wichtiges Thema. Ich glaube, das ist was wirklich, hat einen Mehrwert auf jeden Fall, aber ich glaube, man kann seine Botschaft auf andere Kanäle verbreiten. Natürlich ist es Tolles, aber ich schrecke vor dem Aufwand ein bisschen zurück, muss ich sagen. Da muss man schon sehr, ja, Fähigkeiten haben, sich auszudrücken. Also, gut, da kann ich gleich an Martin fragen. Ja, ich glaube, da gibt es Unterstützung, die ja helfen kann und dann ist es sicherlich was drin. Genau. Ja, Martin, wie machst du das? Ja, ich habe, sag ich mal, den Großteil des Ganzen schon selbst geschrieben, aber habe mir relativ frühzeitig auch natürlich eine Lektorin dazugenommen, weil ich von dem Ganzen natürlich auch überhaupt gar keine Ahnung hatte. Also, da gibt es sehr viele Dinge einfach zu beachten. Und mit der Zeit entwickelt sich es und so ein Projekt, das ist ja eigentlich mittlerweile ein Projekt geworden daraus und ist dann auch spannend, neue Dinge kennenzulernen und darin zu wachsen. Also von dem her war es auch auf der Hinsicht eine gute Erfahrung mal. Hast du dir aber so vorher auch schon mal irgendwie Notizen gemacht oder hast du jetzt alles nur aus deinem Gedächtnis heraus aufgeschrieben? Ja, du, also prinzipiell habe ich irgendwann mal angefangen und mit der Zeit, dann auch mit der Zunahme der Lektorin, habe ich mir dann auch schon natürlich mal so gedacht, okay, welche Punkte will ich denn eigentlich irgendwo mal mitnehmen oder rüberbringen? Und dann startest du dann irgendwo mit der Gliederung mit bestimmten Punkten und hangelst dich dann da lang. Aber das ändert sich dann über die Zeit dann immer mal wieder. Es kommen neue Sachen dazu. Du lässt vielleicht mal wieder was weg, wenn du das zweite Mal gelesen hast. Und so spielt sich das dann irgendwo mal ein.
Kannst du auch so beziffern, wie viele Stunden du an Zeit schon da investiert hast? Nee, ist viel. Wie viel nicht? Also es hat jetzt, wie gesagt, nach der WM 2019 angefangen, also so im Februar, März, Ende Januar. Ja, also es sind jetzt knappe anderthalb Jahre, wo ich da dran sitze. Okay. Also jetzt, sag ich mal, insgesamt, also das spiegelt sich jetzt vielleicht auch nicht ganz nach einem, dass es jetzt ein riesen dickes Buch ist oder so, aber du schreibst halt, dann hast du Phasen. Ich habe auch mal 4 Wochen mal nichts geschrieben, weil du gar nicht mehr, dann, ja, vielleicht fällt dir dann auch gerade nichts mehr ein und dann hast du auch mal wieder so einen Flow, dann hast du nur eine Phase, wo du die Geschriebene mal wieder durchgehst und vielleicht auch korrigierst und also so gibt es dann eher solche Blöcke. Ja. Okay. Gut, dann kommen wir mal wieder zum, was auch noch weiteres Erfolgreichem mit der DRB. Team hast du ja bei Olympia 2016 Bronze gewonnen. Siehst du das als deinen größten Titel an? Größter Titel, ja, also das Jahr 2016 war allgemein einfach ein Wahnsinnsjahr. Also mit Europameisterschaft im Januar, Titel, das war der Titel, da war der Titel so entscheidend. Aber ein olympisches Treppchen ist noch was sehr Besonderes. Also allein die Olympischen Spiele, dieses ganze zu erleben, ist schon einmalig und dann noch mit einer Medaille heimzukommen, das war schon brutal, das war ein Riesengefühl, definitiv. Was hätte dich da an den Spielen in Rio am meisten fasziniert? Am meisten fasziniert hat mich eigentlich, dass jeder Athlet seiner Leidenschaft nachgeht, egal wie gut oder wie schlecht er darin ist und egal, wo er herkommt oder wie er aussieht und dass da einfach alle Dinge gar nicht relevant sind, sondern jeder gibt sein Bestes auf seine Art und Weise und alle sind zusammen an einem Ort und das war auch sehr faszinierend. Mhm. Ja. Michael, wie sieht das bei dir aus? Wärst du da auch gerne mal bei Olympischen Spielen dabei gewesen? Ja, definitiv. Also Olympia, das da traue ich schon nach, dass ich da nicht dabei sein konnte, weil ja, das ist was ganz Besonderes. Mhm. Da geht es nicht mehr, ja, um Deutschland auf jeden Fall. Mhm, okay. Gut, Martin, du bist ja wie gesagt Europameister geworden. Olympia 3. Platz, der WM-Titel hat nicht ganz geklappt. Ist deine Karriere trotzdem vollendet für dich? Was heißt vollendet? Ja, für mich ist sie definitiv jetzt zu Ende. Und natürlich wird das irgendwo vielleicht auch an bestimmten Titeln irgendwo gemessen. Man hätte gerne auch mal noch andere Sachen vielleicht gewonnen. Aber wenn ich zurückblicke, habe ich viel erlebt, viele Menschen kennengelernt dadurch, viel Erfahrung von mich, von mein ganzes Leben gesammelt und da sind viele Punkte dabei, wo ich sage, das war definitiv viel wert, das Ganze, was ich da auch an Training und an Disziplin und an Verzicht auch in manchen Phasen reingelegt habe, dass da schon viel dabei rumkam, wo das Ganze auch wieder ausgeglichen hat. Und was war denn da der prägendste Moment für dich in der Karriere? Der prägendste war schon definitiv auch relativ frühzeitig dann mal das erste Länderspiel zu haben. Also das ist schon was ganz Besonderes, klar. Juniorennationalmannschaft und Jugend auch, weil da bist du auch so das erste Mal in einem Deutschland-Trikot unterwegs und Adler auf der Brust. Aber dann für die A-Nationalmannschaft das erste Mal zu spielen, das war schon was Besonderes auch. Aber definitiv dann eben, sage ich mal, die letzten Jahre, gerade auch die Weltmeisterschaft im eigenen Land, das war schon ja, in den Hallen zu spielen, 15.000, 19.000, 20.000 Zuschauer und es war brutal, also eine riesen Erfahrung. Michael, was würdest du als deinen schönsten Moment im Tennis beziffern? Du musst mich fragen, nochmal wiederholen. Was würdest du als deinen prägendsten oder schönsten Moment im Tennis sehen? Ich kann es nicht in einem Satz beschreiben. Also ich glaube, das ist ein bisschen wie bei Martin. Ich glaube, die ganzen Jahre, da gibt es viele Momente, die einen insgesamt, also die Erfahrung auch mal in Wimbledon vor 15.000 Leuten, auch vor großem Publikum zu spielen, das prägt auf jeden Fall. Und der tägliche Einsatz eigentlich, jeden Tag auf dem Platz, auch im Training immer wieder über sich hinauszuwachsen. Ja. Ich glaube, ich habe hier ein bisschen mit meinem Connection zu fighten. Ich
connect. Also, voll. Ja, also gut, dann machen wir mit Martin weiter. Du bist ja regionalbezogen schon, bist in Rottweil aufgewachsen, warst lange bei Barling-Wallstätten und bist dann irgendwann ja mal Richtung Lemgo gegangen. Ja. Wie schwer ist dir damals der Weggang gefallen? Damals war es schon schwer auch, also muss man schon sagen. Das hat, weil man sich mit dem Verein irgendwo mitentwickelt hat. Ja. Ich bin da als 16-, 17-Jähriger, habe ständig da mittrainiert, hatte dann das Glück, in die erste Mannschaft reinzurutschen. Der Verein ist von der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen. Danach sind wir von der zweiten in die erste Liga aufgestiegen. Also da hing natürlich schon extrem viel dran. Und trotzdem war es halt ein Moment, wo ich einen weiteren Entwicklungsschritt machen musste für mich. Der war unabdingbar und trotzdem ist es natürlich dann ein schwerer Gang, weil man Freunde, Familie und alles hier hatte. Aber solche Schritte gehören einfach dazu. Hm. Ja. Thema Ausland, war das auch mal? Ja, es war eigentlich nie ein großes Thema, weil man muss sehen, im Handball ist eben die stärkste Liga in Deutschland. Und natürlich gab es mal eine Phase, wo Spanien ganz weit oben war. Jetzt zum Schluss auch Frankreich wieder oder eine gute Liga hat, aber in Spanien hat dann das Konstrukt einfach auch aufgrund der Finanzkrise da 2008 ziemlich schnell das Ganze beendet, weil da viele Vereine vom Staat oder von den Städten subventioniert wurden und somit sehr viel vom Etat wegfallen und dann sind die ganzen spanischen Spieler auch ins Ausland. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Liga in Deutschland einfach immer diesen Standing hatte und du spielst halt immer in super Hallen vor vollem Publikum. Kannst auch davon ausgehen, dass hier alles auch als Profi rund läuft. Das hat sich in den letzten Jahren auch deutlich verbessert, was solche Geldsachen angeht, ob der Verein genug Finanzen hat oder nicht. Also da sind die Auflagen besser geworden und somit hast du halt in Deutschland auch von der Versicherungsseite, ich sag mal, vom Gesamtpaket, ohne die anderen Ligen jetzt gut zu kennen, einfach eine super Liga. Und natürlich ist Ausland relevant oder mal interessant gewesen oder wäre es aber nie so, dass es jetzt dazu dann kurz davor stand. Also, ja. Okay, und 2013 bist du ja dann ja wieder zurückgegangen nach Bali und war der zweite Auftritt denn da anders oder war das, als ob du wieder nach Hause kommst und alles? Er war schon anders. Also man denkt vielleicht, es ist alles noch gleich, weil sich auch nicht viel verändert hat, aber die Leute verändern sich, 5 Jahre gehen ins Land, das ist schon was anderes. Du selber veränderst dich, es ist einfach nicht mehr so wie vorher. Und ich war immer davon überzeugt, dass wir hier was aufbauen können, wo man auch immer weiterentwickeln kann, aber dann gibt es natürlich auch wieder Phasen, wo dann 2017 eben der Abstieg kam. Und das sind natürlich dann Momente, die willst du dir eigentlich damals nicht so oder hast du dir das nicht so vorgestellt? Ich sag mal, ich bin damals zurück, um so ein bisschen auch wieder zu den Wurzeln zu kommen. Nicht um in einer Komfortzone zu sein, sondern weil ich davon überzeugt bin, dass man Leistungsfähigkeit wirklich dann auf einem hohen Level erreichen kann, wenn man sich rundum irgendwie in seinem Umfeld wohlfühlt. Und das wollte ich halt nochmal diesen Schub haben, was mir auch für die Nationalmannschaft dann auch irgendwo geholfen hat. Aber natürlich gibt es eben Phasen im Sport, wo auch mal nicht so gut laufen. Hm. Und war das denn überraschend für dich, als du zweite Liga mit Barling gespielt hattest, dass du trotzdem weiterhin in der Nationalmannschaft gespielt hattest? Das war ja so, dass wir 2016, also bei den Olympischen Spielen, hatte ich quasi mein letztes Länderspiel vorerst damals. Und da in dem Jahr danach sind wir quasi abgestiegen. Hatte dann auch starke Probleme mit beiden Achillessehnen, sodass ich die Ruhepause einfach gebraucht habe. War dann schon überraschend, dass mich der damalige Trainer Christian Prokop dann nochmal angerufen hat. Aber die Herausforderung, und das war einfach viel zu groß, dass da nicht nochmal der Reiz war, einfach so riesig da mitzugehen und das zu machen und sich durchzusetzen auch. Das war ja kein Freiticket oder so. Aber wir hatten eine gute Mannschaft auch in der zweiten Liga und waren sehr sehr gut unterwegs, sodass man sich da natürlich dann schnell wieder reinfindet. Okay. Aber dann kam da ein erneuter Wechsel zum anderen Verein gar nicht in Frage für dich dann? Noch nicht. Also natürlich macht man sich Gedanken, aber ich bin eher der Typ, der dann gerne wieder was mitentwickelt, also der nicht vor Sachen vielleicht dann auch wegrennt, sondern wenn ich was von was überzeugt bin oder was ich in dem Punkt auch war,
was das kommende Jahr dann einging, dass wir einen guten Trainer haben, dass wir ein bisschen im Personal rotiert haben und dass ich dann überzeugt war, dass wir da in den nächsten 1 bis 2 Jahren wieder den Sprung nach oben schaffen, was ja dann auch der Fall war. Ja, jetzt wird dir ja nicht langweilig. Wie gesagt, das Buch hatten wir ja schon angesprochen. Zudem gehst du ja in den Bereich der Teamentwicklung. Und kannst du da mal dein Aufgabenfeld ein bisschen erläutern, wie das funktionieren soll? Ja, funktionieren so ist hauptsächlich einfach über Workshops und ja, später vielleicht auch dann als Seminare. Aber ich würde es gerne einfach die Erfahrung, die ich in einem Konzept kombiniert habe, auch aus meinem Studium vom Management, zusammenlegen und habe da einfach diese 3 Punkte, die Kopf, Strategie und Analyse, was mich als Spieler sehr geprägt hat oder wo ich davon überzeugt bin, wenn man diese 3 Punkte irgendwo mit berücksichtigt, aber auch in einem Team mit berücksichtigt, dass jeder, wenn er einander kennt, dann einfach, dass man gemeinsam mehr erreichen kann. Und das sind eben die Punkte, die dann in den ganzen Konzepten oder in der Umsetzung nachher relevant sind. Ja. Und sind das denn jetzt auch viele Handball-Bundesligisten auch, die du betreuen möchtest? Oder? Ja, beim Sport ist es, muss man mal sehen. Natürlich wird die sportliche Komponente auch irgendwo ein Thema mit beinhalten, aber ich denke, das ist überall da, wo Menschen in Gruppen oder auftreten und was erreichen wollen oder umsetzen wollen, ist es relevant. Also somit auch natürlich in jedem Wirtschaftsunternehmen. Deswegen ist die Bandbreite eigentlich erstmal sehr breit. Okay. Dein Bruder Wolfgang, der ist ja Geschäftsführer in Barling. Genau. Wie kannst du ihm da helfen? Wie ich ihm da helfen kann? Ja, ich sag mal, so Vereine wie jetzt in Barling haben natürlich in Anführungszeichen begrenztere Mittel, was das Personal und das operative Geschäft ringsherum angeht. Ja, also natürlich ist man über die Jahre professionell gewachsen, hat eine Geschäftsstelle mit Angestellten, mit Festangestellten, aber natürlich, man kann das nicht mit einem Bundesliga-Club vergleichen. Also wir fallen extrem viele Themen an. Wenn ich jetzt aus meinem neuen Zukunftsfeld da einen Beitrag leisten könnte, dann wäre es einfach, wie man vielleicht mit bestimmten Charakteren umgeht oder auch darauf achtet, wie man vielleicht welche Charaktere in so eine Mannschaft auf das Bild des Vereins oder wie man sich das Ganze vorstellt, auf die Unternehmenswerte jetzt, auf ein Unternehmen tragen, aber viele Sportmannschaften sind ja Unternehmen oder auch diese eigenen Werte, die sie sich festlegen für die Mannschaften, dass man da halt eben darauf achtet, ja, und aber auch, wie man bestimmte Phasen übersteht. Ja. Okay. Michael, da gucken wir mal, ob deine Verbindung besser ist. Leistungssportler sind ja diszipliniert und zielstrebig. Wie hat dir der Profisport geholfen, dass du in deinem Aufgabenfeld, in deinem neuen erfolgreich bist? Ja, ich glaube, wir Sportler, wir sind halt gewohnt, unter Druck auch zu arbeiten und wir müssen widerstandsfähig sein. Und deswegen, ich glaube, du bist einfach auch in der Lage, dich schneller auf neue Herausforderungen einzustellen. Das ist zumindest jetzt meine Überzeugung aus den ganzen Jahren. Und das Gute ist, auf Sportler hört man relativ schnell. Wenn man ein bisschen was vorzuweisen hat, dann hören auch die Leute im Unternehmen, wenn da ein Team vor dir sitzt und die sehen, ja, der hat mal gegen Nadal gewonnen oder war mal deutscher Davis Cup-Spieler, dann hast du eigentlich in der ersten Linie die Aufmerksamkeit ein bisschen schneller wahrscheinlich, würde ich jetzt mal so unterstellen. Ich weiß nicht, Martin, das kannst du wahrscheinlich bestätigen, denke ich mal. Ja, es ist schon so, dass du halt gleich mal ein anderes Bild von dir gibst, ja, wenn du schon über mehrere Jahre, so wie du auch, über 10, 15 Jahre dann mal auf dem Profi-Level im höchsten Bereich irgendwo tätig warst, dann kannst du halt auch mal von vielen Insights berichten. Und wie du auch sagst, im Profisport geht es viel, stehst du unter Druck und musst schnell reagieren und anpassbar sein. Und das sind eben viele Themen, die, glaube ich, dann auch gut zu transportieren und zu transferieren dann auch sind. Ja. Okay. Gut, das wäre es dann von meiner Seite erstmal. Dann gebe ich mal an Frex weiter und hoffe, dass noch weitere Fragen da sind. Danke. Ja, klar. Also es haben sich für mich jetzt persönlich auch ganz viele Fragen schon aus den Antworten von euch beiden wieder ergeben. Eine, die mich beschäftigt, ist ja, wir hätten ja jetzt eigentlich gerade, Olympia würde ja jetzt laufen und es fällt ja weg. Und das ist, denke ich, für viele Spitzensportler natürlich eine ganz gravierende
gravierender Einschnitt und eine blöde Erfahrung. Kriegt ihr da Rückmeldungen aus euren Sportarten, wie die damit umgehen, die Sportler, die ihr kennt und für die Olympia wegfällt? Jetzt für meinen Bereich ist es so, dass es für uns vielleicht gar nicht mal so extrem relevant war. Also natürlich freut man sich darauf, aber wir haben uns ja nicht als Mannschaft direkt schon sehr, sehr lange darauf vorbereitet. Also man musste sich erst A dafür qualifizieren, das hat ja auch schon nicht stattgefunden. Und B beginnt dann so eine Vorbereitung für die Mannschaft, also in unserem Fall erst schon unmittelbar davor. Und wir haben unser gesamter Saisonrhythmus und dann hat man jetzt halt eine längere Pause, dann ist nächstes Jahr Saison und dann bereitet man sich dann erst vor. Also ich glaube, so für die Einzelsportler, die sich da zum Teil auch 4 Jahre in der Zwischenperiode darauf vorbereiten, das ist dann schon nochmal eine andere Kategorie. Okay. Ja. Ja. Im Tennis? Ja, im Tennis haben wir das andere Problem, dass die überhaupt nicht spielen im Moment. Also ich habe gestern mit dem Yannick Maaden trainiert aus Stuttgart, der steht 140 in der Welt und ja, Motivation ist gerade echt nicht so einfach, denn es steht wirklich in weiter Ferne, dass da jetzt wirklich wieder professionell gerade gespielt wird. Das ist zwar angekündigt für August, aber das ist nicht einfach. Also wirklich schwierig vom Kopf her. Okay. Martin, du hast vorhin diese 3 Begriffe genannt. Kopf, Strategie, Analyse. Das ist ja was, da ist über dir bestimmt auch viele Gedanken durch den Kopf gegangen, Michael. Das ist ja auch ein Thema, das dich sehr beschäftigt, dieser mentale Bereich. Sind das 3 Begriffe, die in deinem Mentaltraining oder in deinem Zugang zum Mentaltraining auch eine Rolle spielen? Kopf, Strategie und Analyse? Kopf, ja. Analyse, ja. Strategie, weniger. Das nicht so sehr bei mir. Also ich glaube, das ist auch spannend, wie die unterschiedlichen Herangehensweisen da sind und zeigt auch viel über seinen Spielstil wahrscheinlich, wenn das kannst du wahrscheinlich auch aus dem Handball verknüpfen, denke ich mal, oder Martin? Ja, eben. Ja. Also es geht halt vor allem darum, dass man sich eben am Anfang viel damit auseinandersetzt, warum. Vielleicht ticke ich auch, wie ich ticke, aber ich muss auch mein ganzes Umfeld irgendwo verstehen und die Zusammenhänge irgendwie zusammenkriegen. Dann, weil ich natürlich das jahrelang auf das meine Aufgabe war, mich dazu zu beschäftigen, wie ist unsere strategische Ausrichtung, also wie gehen wir das Spiel, wie ist die Taktik, was liegt dem einen oder anderen mehr, weil das ist auch so eine Charaktersache. Wie bringe ich den richtigen Spiel oder kann der mir auch noch gute Aktionen geben, wenn er vielleicht schon 2 Würfe verworfen hat, aber solche Sachen muss man halt fühlen, da muss man sich in so einen Menschen auch einfühlen können, darum so ein bisschen auch die strategische Ausrichtung dann dahingehend, was in so Mannschaften einfach dann vorkommt und wichtig ist und im Rückblick eben dann auch die Analyse, das Ganze wieder zu reflektieren, sich hinzusetzen, sich dazu Gedanken zu machen, deswegen, ja. Okay. Im Tennisbereich war es auffällig in den vergangenen Gesprächen, die wir hatten, dass so die neben dem Platzbetreuung noch häufig vernachlässigt wird. Also der Bereich psychologische Betreuung liegt ein bisschen im Argen manchmal bei vielen und auch die Physiobetreuung mit Physiotherapeuten ist eher wie ungewöhnlich, selbst im Leistungssport. Wie ist das bei euch im Handball mit der psychologischen Betreuung? Hat sich da was verändert in den letzten Jahren? Oder ist es einfach so Aufgabe des Trainers, die Mentalität des Spielers dann abzuchecken und das richtig einzuordnen? Ja, also da gibt es, denke ich, da ist das meiste Potenzial noch da, glaube ich. Also es gibt Mannschaften oder auch einzelne Spieler, die sich damit sehr auseinandersetzen, auch vielleicht auch Trainer, die sich damit sehr auseinandersetzen. Aber es gibt auch, behaupte ich jetzt mal, den Großteil, wo es so gut wie kein Thema spielt. Natürlich weiß jeder, dass er mental sich darauf vorbereiten soll, aber dass man sich vielleicht dann auch mal externe Hilfe reinholt, auch mal individuell, also für sich selbst, das ist, würde ich ohne jetzt zu wissen, aber ist wahrscheinlich sehr, sehr gering vorhanden. Okay. Ja. Ist das ein Phänomen vielleicht auch im Männersport, dass Männer sich da vielleicht schwer tun, eher psychologischen Beistand sich zu holen? Und ist das vielleicht bei Frauen anders? So mal spekulativ gefragt. Also
Ich habe mich das auch schon mal gefragt. Natürlich haben wir, also Handball ist allgemein natürlich so ein, ist nach außen hin eine harte Sportart, ja? Also wo man sich dann auch vielleicht mal viel selber helfen will und auch das oftmals kann. Aber manchmal bin ich der Meinung, oder aus der Erfahrung ist man auch mal an einem Punkt, wo es ganz gut wäre, andere Sichtweisen zu bekommen. Ja? Und auch mal andere Sichtweisen vielleicht von Menschen, die mit dem Ganzen überhaupt gar nichts zu tun haben, weil die stellen nämlich andere Fragen. Und dann kommst du erstmal in die, auf andere Gedanken. Und deswegen versucht man sich, glaube ich, sehr viel selbst zu helfen. Ja. Wie schätzt du das eigentlich ein? Gibt es da Unterschiede im Frauen- und Männerbereich? Im Tennis hält es sich die Waage, glaube ich. Also okay. Es wird allgemein einfach viel zu selten eingesetzt. Es ist einfach so. Ich habe es selber erlebt, man befriedigt es mal, indem man zum Sportpsychologen geht, für ein paar Wochen Ruhe. Und dann wird aber nicht konsequent daran gearbeitet. Und das ist ja etwas, eigentlich muss es jeden Tag daran arbeiten, vor allem auf dem Platz. Mit ein paar Werkzeugen, die du halt an die Hand kriegst, aber du bist als Sportler schon selber gefragt. Okay. Und es hilft halt einfach. Es ist einfach so, der mentale Bereich macht im Tennis, würde ich sagen, 70%. Prozent? Weiß nicht. 70% im Tennis stelle ich in den Raum. Ja, ich hätte jetzt gesagt 60%, da bin ich voll bei dir. Der Kopf, der Kopf ist so wichtig im Tennis. Im Handball ist es wahrscheinlich schon ein bisschen anders. Da kann ich mich dann, wenn dann 7 Leute halt unterwegs sind, dann kann ich schon sagen, jetzt können die anderen mich da tragen, wenn ich nicht so einen guten Tag habe. Im Tennis bist du halt völlig auf dich alleine gestellt. Ja, aber das ist vielleicht sogar mehr. Ja, das ist dann auch wieder der Punkt, dann gibst du in dem Moment gibst du schon die Verantwortung aus der Hand oder deine Verantwortung aus der Hand. Und das ist ja, ist das die gute Voraussetzung für dich oder für junge Spieler, die dann sich entwickeln wollen. Das ist schon mal, funktioniert nicht. Und dann lastet nachher, wenn alle so denken, dann lastet das Ganze auf einem. Und wenn der sich dann auch nicht damit beschäftigt, dann bricht das Ding komplett zusammen. Also deswegen, es bringt auch meiner Meinung nach nichts, jetzt voll zu sagen, man stellt einen hin, also es muss schon von innen heraus irgendwie kommen, dass du das machen willst und der muss dann auch zu dir passen und da muss man sich schon mit ein bisschen mit auseinandersetzen, so wie ich es mir auch sagt. Das entscheidet eben viel und bei uns geht es eher darum, sich so Automatismen reinzukriegen, weil dann halt extrem viel in schnellen Phasen über Automatismen läuft und Intuition und aber das kriegst du halt auch nur rein, wenn du ständig irgendwie im Kopf hast. Ja. Diese Automatismen, die du ansprichst, das bezieht sich auf das Teamhandeln oder auf das Handeln des Einzelnen, dass der Einzelne Automatismen nimmt? Sowohl als auch. Also ein Teamhandeln bedeutet dann auch einfach, dass jeder, wenn ich einen Blick nach links mache oder den einen so an oder was sage, dass sofort klar ist, wir spielen das und dann haben wir das auch schon ja, hunderte Mal vielleicht im Training gemacht, aber unter Druck muss es dann halt auch funktionieren. Jeder einzelne Automatismen ist es eben, wenn Entscheidungen anstehen, spiele ich einen Pass weiter oder wie viel Zeit habe ich, wie viele Pässe sind noch zu spielen, wie reagieren wir nach einer Auszeit, kommen wir nochmal kurz zusammen, also dass jeder einfach auf dem gleichen Stand ist, dass alle Wörter, die gesprochen werden, auch jeder gleich versteht, das sind solche Punkte auch, die da dazugehören. Das haben wir ja schon häufig gehabt, Michael, Rituale, die eine große Rolle spielen im Tennissport, im Einzelsport, als auch im Teamsport, dass es gewisse Rituale gibt, die dann in der Mannschaft eben dann für alle, mit denen alle was anfangen können. Gibt es da so Rituale, Martin, die da einfallen? Rituale, also in dem Zusammenhang sehe ich es dann eher, als was es aufs Spiel bezieht, eher schon auch auf Regeln, also auf Verständigung, die man sich vorher festlegt. Rituale, klar auch, was sie ist. Motivation und die Einschwörung angeht, da geht man schon zusammen irgendwie mit hin. Ja. Das kann sich entwickeln, das kannst du irgendwie was Neues entstehen, kann auch mal durch ein super Spiel irgendwas Neues entstehen. Also da gab es schon unterschiedliche Geschichten. Ja. Okay. Also diese Rituale entwickeln sich dann auch, die verändern sich dann auch. Kann auch sein. Ja. Manchmal hält man vielleicht auch zu lange an irgendwas fest, aber oftmals hast du halt eben was Festgefahrenes, wo auch vielleicht nur für den Verein irgendwie steht, dann kommst du da neu dazu und nimmst es mit auf. Trägst es dann vielleicht auch weiter in einen anderen Verein oder in einer anderen Art und Weise und das sieht man dann. Okay. Michael, haben sich deine Rituale geändert im Laufe der Zeit?
Oder ja. Die immer gleich? Ja, doch. Also die haben sich schon auch mal angepasst. Man experimentiert ja auch und sieht, was funktioniert gut, was nicht so gut. Aber ja, klar. Also Tasche abends packen, ein Ritual, das irgendwann entdeckt und ist halt so drin geblieben. Mache ich heute noch. Also wenn ich einen Workshop habe, bin ich auch mega tight. Ja, da kommt ja wieder die schöne Nervosität. Da möchte ich mich auch immer gut vorbereiten. Ich will wissen, was den Raum vorher sehen. Das bleibt noch. Ja. Okay. Also ihr habt euch beide ja nach der sportlichen Karriere im Prinzip für eine ähnliche Laufbahn entschieden. Micha, du arbeitest als Unternehmensberater und Coach, wenn ich das so richtig wiedergebe. Martin, du willst in diese Schiene und arbeitest vielleicht auch schon in dem Bereich. Der eine kommt aus dem Teamsport, der andere aus dem Einzelsport. Ergeben sich dann dafür die Beratung andere Voraussetzungen, wenn ich aus dem Teamsport komme oder wenn ich aus dem Einzelsport komme? So ist es ja eigentlich schon, auf dem Platz ist das ja schon unterschiedlich. Was denkt ihr da? Macht das Unterschiede? Ich sag mal, im Einzelsport hast du ja, obwohl du trotzdem Einzelspieler bist, hast du ja trotzdem dein Team drumherum. Natürlich ist es was anderes, ein Stückchen anders wie jetzt bei uns, weil wir direkt auf dem Platz miteinander zu tun haben und auch direkt von dann in der Aktion voneinander abhängig sind. Somit sehe ich da vielleicht einen kleinen Unterschied. Ja. Aber ich denke, Micha kann halt einfach, wie ihr auch angesprochen habt, im Tennis ist eben dieses Mentale, einfach diese Motivation, dieser Umgang mit dem Druck vielleicht auch nochmal, wenn du eins gegen, also face-to-face einfach einem gegenüberstehst, nochmal ein ganz anderer. Die Situation gibt es vielleicht bei uns nur in einem 7-Meter-Punkt, und wenn du direkt gegen einen Torhüter hast. Und das sind eigentlich so Unterschiede, die das Ganze dann in unterschiedliche Richtungen laufen lassen können. Ja. Also aus meiner Sicht. Okay. Würde ich unterschreiben. Ja. Ich glaube, er hat im Hinblick auf Teams sicherlich einige Erfahrungen, die ich nicht habe, mit dem, gerade was wir vorher hatten, das Social Loafing, also die eigene Leistung geht runter, aber man geht davon aus, dass es von jemand anderem absorbiert wird. Das finde ich einen mega spannenden Punkt und ich glaube, da kannst du viel aus deinem Erfahrungsschatz greifen. Das kenne ich natürlich so nicht. Ja. Ein anderes Thema, das mich persönlich jetzt immer beschäftigt, ist, dass ich bin ja als Tennistrainer tätig und habe vor allem noch viel im jüngsten Bereich und beobachte, dass wir immer mehr eine Spezialisierung haben. Das liegt einmal daran, dass die Kinder keine Zeit mehr haben, mehrere Sportarten gleichzeitig zu betreiben. Und im Leistungsbereich ist es auch häufig schon so, dass es Tenniseltern gibt, die sagen, mein Kind soll jetzt wirklich die volle Zeit ins Tennis investieren und vergessen, dass es möglicherweise gar nicht so geschickt ist, wenn man sich so früh spezialisiert. Jetzt haben wir ja, wäre es ja ideal, Handball und Tennis parallel zu betreiben. Wir haben Supersportler wie Nowitzki oder wie Federer, die haben viele Sportarten betrieben und haben, glaube ich, auf dieser vielfältigen Basis und auf dieser breiten Basis sich dann auch so entwickeln können. Wie war das denn bei euch? War da früh eine Spezialisierung da oder war da auch die breite Grundlagenausbildung bei euch vorhanden? Michael. Wie geht? Also Fußball bis 15 habe ich parallel gemacht und dann mit 15 den Ausstieg gemacht und dann mich aufs Tennis fokussiert. Also relativ lange auch parallel Fußball gespielt. Also bei mir war es so, dass der Fokus eigentlich schon auf dem Handball lag, was das vereinsintern umgeht, weil es war jetzt nicht der Fokus, dass du musst es machen, sondern es war halt einfach so. Wir haben aber trotzdem extrem viel Fußball, nicht im Verein, aber halt nebenher gespielt, also eigentlich die ganze Zeit auch. Also ich habe wahrscheinlich eine Woche mehr Fußball gespielt wie Handball trainiert, wenn ich das mal so überlege. Klar, wo es dann immer mehr wurde, hat sich das dann ganz gekippt, aber ja. Okay. Hast du auch mal Tennis gespielt? Oder gar nicht? Nee. Früher als Kind schon, immer im Urlaub und so, aber jetzt auch nie im Verein. Das steht eigentlich jetzt so in der nächsten Zeit mal an. Also, weil mein Sohn geht jetzt, hat ein paar Schnupperstunden gemacht, dem gefällt es sehr gut. Und dann hat es mich auch da angemacht und deswegen werde ich das jetzt in der nächsten Zeit mal nochmal in Angriff kriegen. Weil es auch ein super Sport ist. Also, dynamisch, mir gefällt es. Wir hatten es halt nur, ja,
im Sommer nicht viel Zeit immer und ja, irgendwann kommt es halt jetzt mal. Dann mache ich es lieber jetzt. Ja. Und ich habe natürlich dann nicht mehr die Körperbelastung, was jetzt die reine Zweikampfsituation angeht. Das tut mir, glaube ich, dann auch ganz gut. Das ist ja ideal, Michael, oder? So als Leistungssportler und dann kann man da doch ganz gut umsteigen. Man hat ja die Grundfähigkeiten. Müsste eigentlich schnell gehen. Du bist ja jeden Tag noch auf dem Platz, wenn ich das so sehe. Immer gehen nach Horb. Das haben wir leider. Zum guten Trainer gehen Richtung Horb. Da gibt es ja einen guten. Okay. Dann passt es. Gut, dann ist auch gar nicht so weit weg. Also von dem her. Cool. Fragen habe ich jetzt. Wir haben leider von unseren Gästen keine Fragen heute. Ich habe jetzt auch keine Frage mehr. Bei mir notiert. Sascha, hast du noch was? Hast du noch keine Fragen möchtest? Alles abgearbeitet. Alles gut. Michael, du? Ja, doch, ich hätte schon noch Fragen, wenn man mich hört. Also jetzt. Ist es wirklich verrückt. Tut mir sehr, sehr leid. Ich weiß nicht, was heute passiert ist. LTE und DSL spinnt. Aber wir kriegen wenn du jetzt in... Hör mich... Ah, schlimm. Jetzt. Wenn du jetzt so nach deiner sportlichen Karriere so zurückblickst, so körperlich, das würde mich mal interessieren, wie geht es dir heute? Weil Handball ist für mich so echt der toughste Sport, den ich kenne. Mir geht es prinzipiell gut, aber habe jetzt, nachdem ich wirklich aufgehört habe, merke ich schon, dass es also schnell ging, wo es mir dann noch besser ging, jetzt von anderen Körperstellen, was du deinem Körper so die letzten Jahre und Jahrzehnte eigentlich zugemutet hast. Ja. Weil ich halt auch immer ein Spieler war, der immer 100% gegeben hat. Also ich habe selten dann mal, wahrscheinlich habe ich auch oftmals gespielt, wo ich vielleicht nicht hätte spielen sollen oder trainieren sollen. Es hat sich bis jetzt noch nicht so extreme Auswirkungen, aber vielleicht kommen die irgendwann mal. Aber prinzipiell geht es mir gerade noch ganz ordentlich. Also wenn es so bleibt, dann bin ich größtenteils zufrieden. Ja. Cool. Ja. Aber das ist auch so ein Thema jetzt wegen Tennis zum Beispiel, wenn ich jetzt anfange, so ein bisschen Respekt mit der Schulter habe ich da natürlich schon davor. Also weil die war schon mal ein bisschen angeschlagen, in den letzten Jahren eigentlich war es wieder gut, aber muss man dann mal schauen, wie es dann ist, wenn da so ein Schläger nochmal durchzieht. Da hätte ich dann nochmal eine Frage, Martin. Handball warst du ja dann mit einer der Besten auf der Welt und wenn du jetzt beim Tennis anfängst, dann bist du ja eher vielleicht nicht so gut am Anfang. Wie gehst du damit um, Sportler zu lernen? Ich habe dann schon Lust, aber die Herausforderung ist auch da und dieses Sportlerherz ist trotzdem immer da. Ich glaube, in jeder Situation, egal was du neu angehst, so ein bisschen lockerer wirst du vielleicht sein. Aber du wirst natürlich dann schon gucken, dass du das ordentlich machst. Ja? Also, aber bist du da, dass es nicht auf ein Top-Niveau geht, das ist klar. Ja. Aber ich will dann auch, wenn ich dann mal gegen irgendjemand spiele, dann will ich wahrscheinlich auch gewinnen. Also. Ja, aber bist du geduldig, jetzt in was Neuem zu lernen? Oder bist du da ungeduldig und wenn das nicht läuft, dass es dann... Teils. Also ich weiß schon, Geduld an den Tag zu legen. Habe das auch über die Jahre. Also früher war ich bestimmt impulsiver, was sowas angeht und ungeduldiger. Das hat sich mit den Jahren deutlich gebessert. Und bei Michael, du hast ja von die Verletzung gefragt von Martin. Also welche Sachen sind bei dir vielleicht nicht mehr ganz so gut jetzt nach der Karriere? Vom Körper her? Leider geht es mir richtig gut. Das ist echt verrückt. Also die Routinen, die halte ich bei mit dem Krafttraining und so weiter. Also, das ist gut, muss ich sagen. Also da habe ich überhaupt keine Probleme. Und ja, das hoffe ich, dass es so bleibt. Aber ich bin jetzt auch 40 und man muss aufpassen, dass man körperlich nicht abbaut. Also muss man jetzt fast nochmal einen Gang drauflegen. Mhm, gut. Ja, vielleicht, was machen wir denn jetzt noch?
Also es ist ja so, ich habe auch lang Fußball gespielt und dann irgendwann war es zu Ende und dann habe ich es einfach aufgehört und null Bezug mehr zum Fußball gehabt. Michael ist jeden Tag auf dem Platz, habe ich den Eindruck, und liebt seinen Sport über alles und macht das auch. Was hast du noch für einen Bezug jetzt zum Handball? Körperlich sagst du vermutlich mal eher weniger, aber gibt es noch so Phasen, wo du dann auch gern Handball mal spielst noch? Das ist halt immer schwierig. Also, ich gehe jetzt nicht in irgendein Training und spiele noch Handball. Aber dazu, das sind die schnellen Schritte, Stufenböden, dann hast du mal eine andere Halle. Das ist auch immer ein bisschen Risiko verbunden. Ich mache auch, so wie Michael gesagt hat, meine Routinen weiter, was Fitnesstraining, Krafttraining und Laufen und so angeht. Wenn ich mal beim Handball bin, schaue ich auch gern zu. Vielleicht gibt es auch mal die eine oder andere Phase, wo mal so dieses Trainerthema mal aufkommt, im Jugendbereich oder ich weiß nicht genau, das ist aktuell nicht geplant, aber dass ich jetzt mich noch mal im Handball voll verausgabe, ist aktuell nicht in meinem Kopf. Ne? Okay, dann die Kinder spielen? Ja, mein Kind, also die, weil die Kombination vorher angesprochen wurde, sind also erst zum einen im Mini-Handball, das hier so gerade ein bisschen am Anlaufen ist, aber auch im Tennis. Und Tennis war halt jetzt in der letzten Zeit einfach deutlich mehr möglich, weil es dann draußen war und früher jetzt das Ganze gestartet hat. Und somit hat er das jetzt eben gerade. Da schließt sich bei mir noch eine Frage direkt an. Also wir haben ja das, wir hatten ja beim Tennis das Glück, dass wir das eigentlich relativ früh wieder spielen konnten. Und es gab auch andere Varianten, die man dann auch im Lockdown oder wo man nicht so raus konnte, nicht so Sport treiben konnte, auch was Tennis ähnliches wenigstens spielen konnte. Aber Handball war ja wirklich, oder ist ja, glaube ich, immer noch ziemlich, jetzt wahrscheinlich wieder offen, aber war dann ja reduziert. Hast du die Sorge, dass es sich auf den Handballsport negativ auswirkt, oder gibt es schon irgendwelche Erkenntnisse in der Richtung? Es kann schon, muss man mal abwarten. Also gerade, dass du es auch ansprichst, bei uns waren halt dadurch, dass die Schulen einfach, also viele Hallen in Schulen und in öffentliche Städte eigentlich sind und dann halt auch geschlossen wurden. Wenn du als Profi-Club dann keine eigenen Trainingszentren hattest, dann musstest du dich an die Vorgaben halten, die vom Land kamen. Und somit waren jeder Verein betroffen. Viele haben jetzt wieder angefangen, aber ich denke auch, dass es dann halt, dass der Verband jetzt drum schauen muss, dass sie die Mitglieder halten. Aber es kann natürlich auch sein, dass dann viele sagen, ja gut, jetzt habe ich in der Zeit vielleicht auch eine andere tolle Sportart entdeckt, die mir mehr Spaß macht oder wo ich jetzt halt da dabei bleibe. Und das sind schon so ein paar Sachen, wo interessant sein könnten, was da die Zukunft angeht, aber natürlich auch, was die Zuschauer nachher angeht, jetzt wenn es wieder in die Bundesliga startet. Also wie viel können Zuschauer dürfen überhaupt, oder das ist ja beim Fußball ein ähnliches Thema, aber da hängt halt bei uns einfach so viel dran von den Einnahmen. Also das ist ganz entscheidend. Ich weiß nicht, ob das jetzt so, das so drin ist, hat es die wirtschaftliche Situation der Handballvereine natürlich auch verschlechtert, oder? Ja, schon. Ja. Also ich kenne nicht Details oder die Ausmaße, aber es ist natürlich, wenn es in der Wirtschaft schlecht geht, dann geht es den Sponsoren meistens auch schlecht oder den meisten. Und die ersten Gelder, die natürlich dann irgendwo gekürzt werden, sind solche Sponsoring-Ausgaben. Und aber wie gesagt, dass halt viel einfach vom Ticketing beim Handball abhängt. Es ist halt sehr relevant, wie viele Zuschauer du nachher in der Halle hast. Und da der Anteil des Fernsehgeldes sehr, sehr gering ist im Gegensatz zum Fußball, dadurch war es für die einfach möglich, dann auch die Übertragung zu machen. Und für uns halt dann wären Vereine dann dadurch schon eher zugrunde gegangen. Also es war schon extrem. Okay. Im Tennis läuft es ja wieder an, Michael. Da ist ja so langsam wieder, es laufen ja schon Turniere, kleinere, oder? Ja, gut, das ist alles natürlich, sind es so Einladungsturniere und da spielen so 8 Leute. Der Chor der Spieler, es gibt fast 1000 Profis, die können halt nicht spielen und das ist schon tough. Also, einfach für die Spieler, ganz klar. Okay. Das ist auch, ich bin gespannt, ob das dann auch wirklich im August und im September dann so wirklich so groß anlaufen wird. Bin ich mir nicht so sicher, ehrlich gesagt. Und das, ich meine, wenn das mal wirklich 6 Monate so geht, mal 9 Monate so geht, ich meine, das ist finanziell für einen Profi schon richtig tough. Ja.
Klar, die Top 20, das ist denen egal, die kriegen weiterhin über andere Quellen, haben die Geldeingänge, aber die anderen haben halt einfach nichts. Und da bleiben auch viele Profis auf der Strecke, bin ich mir ziemlich sicher, die werden sich umorientieren. Und ja. Also das heißt, da geht es dann auch nur um Preisgelder zu erspielen, dann, oder? Ja, also wenn du nicht in den Top 30 bist der Welt, lebst du von Preisgeldern. Mhm. Von der Tennis-Bundesliga noch zusätzlich. Und da das alles nicht stattfindet, ist eigentlich das Einkommen auf Zero runter. Mhm. Und das ist schon tough. Und vor allem werden wir auch Turniere, denke ich mal, verlieren. Wie bei euch, Sponsoren springen ab. Mhm. Und das ist eine spannende Zeit. Also einige Turniere werden sich dadurch eigentlich gestärkt sehen. Die werden stärker rauskommen, aber viele werden auf der Strecke bleiben. Und ja, wird nicht leichter für den Sport. Also ganz klar. Also eigentlich für alle, das Fazit kann man eigentlich für alle Sportarten im Moment ziehen. Ne? Das ist alles doch vergleichbar. Okay. Ja. Noch jemand eine schöne Frage? Nein, aber mit Blick auf die Uhr ist es jetzt auch 20 Uhr. Genau, jetzt sind nämlich genau wieder am Punkt angekommen. Das ist gut getimt. Martin, ganz herzlichen Dank dafür, dass du dabei warst und wir mit dir über den Tennis-Tellerrand hinausgucken konnten. Das fand ich ganz klasse. Ja, war interessant, auch die anderen Sichtweisen zu sehen. Also von dem her sehr gut. Wir drücken dir die Daumen, dass dein Buch der Renner wird und dass du erfolgreich in deine neue Laufbahn startest und auch die entsprechenden Aufträge dann kriegst. Vielen Dank. Ja. Oh, vielen, vielen Dank. Gerne. Ja. Wir haben einen Sondertermin am kommenden Sonntag um 14 Uhr, komischerweise, weil das ist der Dominik Köpfer, der Senkrechtstarter aus Furtwangen, der bei den US Open letztes Jahr als Qualifikant das Achtelfinale erreicht hat. Er ist in den USA dann uns zugeschaltet kommenden Sonntag um 14 Uhr. Ihr kriegt aber die Infos dann auch nochmal über die sozialen Netzwerke rechtzeitig, dass ihr dann da auch dabei sein könnt. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal.